Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eishockey-Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play NHL 2007 mit unseren Anaheim Ducks. Das nächste Spiel steht an, heute gegen die Chicago Blackhawks auf heimischem Eis, unsere Ducks. Also ich bin gespannt, was gehen wird gegen die Jungs aus Chicago. Das verspricht ein spannendes Spiel zu werden. Die Blackhawks, ja, einer der schwierigeren Gegner, schwierig einzuschätzen, die Mannschaft. Auch wenn die Statistik in dieser Saison bis hier uns für uns spricht, aber ja gut, das sage ich eigentlich fast bei jedem Spiel, glaube ich, weil unsere Ducks wirklich gut unterwegs sind. Zuletzt haben wir ja gegen die Flyers aus Philadelphia relativ souverän hier zu Hause gewinnen können. Und das soll heute gegen die Blackhawks natürlich auch so laufen, also ich wäre nicht böse drüber. Zwei Punkte werden also angepeilt, unsere Ducks gegen die Blackhawks. Ich bin gespannt, was hier so geht gegen Chicago. Gegen die haben wir in dieser Saison, wenn mich nicht alles täuscht, einmal gespielt, haben wir auch gewonnen. Also unsere Jungs wissen dementsprechend auch, wie man die Blackhawks schlagen kann. Aber das kann natürlich heute schon ganz anders aussehen. So, das war McDonald mit seinem Schuss. Goalie ist da. Havlat setzt sich in Szene. Und aufgepasst. Gute Gelegenheit für die Blackhawks, aber zum Glück wird das Tor am Ende nicht getroffen. Und Chris Pronger an der Scheibe für unsere Ducks. Setzt sich da irgendwie durch, probiert. Goalie macht sich breit und wehrt die Scheibe ab, und wieder die Blackhawks. Road to Pass auf Burak, der hat die Chance. 1-0 Führung für Chicago. Also der Start für die Gäste gelungen. Relativ frühe Führung für die Blackhawks. Das sieht Chiguer natürlich ein bisschen blöd aus. Ist noch dran an der Scheibe, kann aber nicht verhindern, dass der Puck am Ende den Weg ins Tor findet. Das ist natürlich schon ein klein wenig ärgerlich, aber naja. Ein Eishockey-Spiel dauert ja immer mindestens 60 Minuten, wie wir längst wissen. Von daher muss es ja noch hier kein entscheidender Rückschlag sein. So, Chiguer ist jetzt hier ganz sicher, und es wird Face-Off geben. Also die Blackhawks in Front. Aber umso mehr wollen wir jetzt hier natürlich auch aus uns herausholen. Beziehungsweise umso mehr wollen wir jetzt hier in diesem Spiel reißen. Aufgepasst. Die Blackhawks wieder. Und Rabada hat da ganz schön Platz zum Schießen. Gefährliche Aktion, aber die Scheibe dann am Ende irgendwie über das Plexiglas hinweg. Und somit geht es weiter mit dem Face-Off. Der geht an uns, und St. Jakes ist an der Scheibe. Und St. Jakes in gefährlicher Position. Probiert es einfach mal, aber der Goalie wieder da. Burak, der Torschütze des 1-0, scheitert an Chiguer. Und wieder unsere Ducks in der Offensive. Und das könnte durchaus gefährlich werden. Der Pass kommt aber leider nicht an. War aber ganz gut gedacht soweit. Burak wieder für Chicago. Aber da wird gestoppt. Pesson baut das Spiel für unsere Jungs wieder auf. Und mit Speed und Pesson alleine durch. Oh, schade. Das wäre natürlich ein geniales Tor geworden von Pesson aus der eigenen Zone hinten raus. Aber dann aufgepasst. Chicago mit der Chance. Le Point scheitert an Chiguer. Nächster Angriffsversuch unsererseits. Die Scheibe erstmal wieder weg. Wir müssen das Spiel neu aufbauen. Pronger holt sich den Puck. Ganz wichtig. So, da ist Pesson, der vorhin gerade diese Riesenaktion hatte. Sein Pass kommt 1-1. Jawohl. Dustin Penner macht den Ausgleich. Sehr schön gespielt das Ganze. Super der Pass. Ja, und Penner lässt sich die Chance nicht entgehen. Tor halb leer. Da muss der Puck dann natürlich rein. Gar keine Frage. 1-1, also unsere Ducks sind zurück in der Partie. Und wir können wieder bei 0 anfangen. Unentschieden heißt jetzt hier erst einmal der Stand der Dinge. So, und weiter geht's natürlich. Jetzt wollen wir die Führung. Borschemann hat die Möglichkeit gleich mal probiert. Ah, Schuss wird geblockt, Wichnewski. Allerdings mit W geschrieben. Nicht so wie unser Wichnewski mit V. Also die beiden nicht zu verwechseln. So, und es gibt ein Face-Off, nachdem die Blackhawks sich im Abseits befunden haben. Sharp auf Smolinski. Sein Pass kommt aber zum Glück nicht ganz an. Und Hedström hat die Möglichkeit, aber legt sich da den Puck zu weit vor. Und Chicago kann sich dann erstmal befreien. Aber wieder unsere Ducks. Aber wieder die Scheibe weg. Auch wieder zu einfach. Barker. Platz für Chicago. Riesengelegenheit für die Gäste. Das haben sie eigentlich soweit auch ganz gut ausgespielt. Aber Chiguer mit einer Blitzreaktion ist da. Und aufgepasst. Mögliche Chance für uns. Ja, Niedermeyer probiert es einfach mal. Aber kein Problem für Happy Bullen. Hedström. Federock. Setzt sich nochmal in Szene. Das erste Drittel nähert sich langsam seinem Ende. Aber auch diese Chance bleibt ungenutzt. Smolinski, oh, da kann er doch nicht so einfach durchgehen. Le Point. Gute Chance für Chicago. Aber Chiguer zweimal stark. Auch hier ganz aufmerksam unser Goalie. So, und Andy McDonald. Geht da noch was vor der Drittelpause? McDonald! Oh, meine Herren. Da muss das Ding eigentlich rein. Das war richtig gut ausgespielt. Aber am Ende fehlt es in der Präzision im Abschluss. Und Havlat. Ja, da war Chiguer wieder da.
funkt da mit dem Schläger irgendwie dazwischen. Und der Gegenangriff unsererseits. Und aufgepasst, Kunitz kann nochmal schießen. Happy Bullen irgendwie da, die letzten Sekunden laufen in diesem ersten Drittel. Das reicht nicht mehr zu einem Tor. 1-1 der Stand der Dinge nach abwechslungsreichen und unterhaltsamen, ja, ersten 20 Minuten. Anders kann man es nicht sagen. Also das Spiel ein bisschen wirklich unterhaltsam. Beide Teams liefern sich ja, einen offenen Fight. Chancen auf beiden Seiten. Also alles möglich hier. 40 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Also mal schauen, wie es weitergeht. Das zweite Drittel kann beginnen. Und die Blackhawks, ja, liefern uns ordentlich Paroli bis hierhin. Aber ehrlich gesagt, großartig anders habe ich mir auch nicht erwartet. Weil ich ja auch einer bin, der jeden Gegner ernst nimmt. Von daher passt das sowieso mal ganz gut. Ja, wie gesagt, es ist kein Selbstverständnis, hier als Sieger vom Eis zu gehen gegen diese Mannschaft. Aber Happy Bullen wird da ordentlich ja, herausgefordert mit dem satten Schuss da. Aber ist da. Und aufgepasst, unsere Ducks weiter in der Offensive. Und die Möglichkeit, oh, Doppelchance. Bleibt ungenutzt, Federock, nächster Versuch. Das macht Federock, er probiert es direkt und da geht dann Happy Bullen mal auf Nummer sicher. Und das mit dem Face-Off geben. Tief in der Zone der Blackhawks. Und er geht auch an die Blackhawks, so Randomair an der Scheibe. Was macht er? Sharp. Sein Pass auf Burak, auf den müssen wir aufpassen, der hat schon den Treffer erzielt. Und was macht er? Macht es eigentlich gut, aber Shiger lässt sich nicht narren, aber nochmal Burak. Der sich immer wieder in Szene setzen kann. Mit dem haben wir ganz schöne Probleme. So, Marshall mit dem Pass auf Kunitz. Stark gespielt, aber wir nutzen diese Chancen nicht. Das ist auch fahrlässig. Das kann sich durchaus rächen, wenn wir diese Dinger liegen lassen. So, jetzt wieder mal die Blackhawks. Smolinski, Sharp. Hat er ganz viel Platz. Burak, Smolinski. Die Blackhawks in der Druckphase. Und aufgepasst, da müssen wir jetzt mal raus. Wir können uns beim Goalie Shiger bedanken, der uns jetzt hier mehrfach vorm Rückstand bewahrt hat. Und die Chance für uns, das gibt's doch nicht. Niedermeyer im zweiten Anlauf scheitert. Weiter geht's, Chicago befreit sich. Und da gibt's Platz für Ribada. Riesenchance. Aber wieder Shiger. Und nächste Möglichkeit für die Blackhawks. Also das Spiel auf Messerschneide. Ordentlich was los. Aber unterhaltsam ist es allemal. So, Hedström. Sein Versuch da in den Rückraum zu legen, geht leider nicht auf. Rubada, Route 2, Pass auf Havlet. Kunitz, Scheibe wieder weg. Oh, da müssen wir stören. Wichnewski, sehr gut, da gibt sich mal Platz. Wichnewski macht's allein. Sein Pass kommt, 2-1, jawohl, Marschen. Führung für unsere Ducks, sehr schön. Geht doch, geht doch. Und das, obwohl in den letzten Minuten die Blackhawks so gesehen etwas näher dran waren an der Führung. Aber unsere Ducks jetzt endlich mal cool vor dem gegnerischen Kasten. Ja, Happy Bullen natürlich frustriert, gar keine Frage. Verständlich. Aber das war einfach klasse gemacht von unserer Seite. Und wir belohnen uns. Also 2-1, die Führung, Spiel erst einmal gedreht. Aber naja, weiter geht's hier. Denn das werden die Blackhawks sicherlich nicht auf sich sitzen lassen. Denn noch ist ja einiges möglich für die Gäste. So, Federock probiert es gleich mal. Am besten wäre es jetzt natürlich, wenn wir hier das dritte Tor nachlegen. So. Ein paar Minuten sind ja noch auf der Uhr im zweiten Drittel. Dustin Penner. Pesson probiert. Schöner Schuss. Happy Bullen ist da. Und da gibt sich die nächste Chance. Pesson hat sie. Pesson scheitert. Schade. Und Chicago befreit sich auf einfachste Art und Weise. Das mit Eis hingeben. So ist es. Und eine mögliche Chance könnte jetzt hier aus dem Face-Off für uns entstehen. Aber der geht an die Blackhawks. Somit hält sich die Gefahr erstmal in Grenzen. Aufgepasst. Chicago. Im Spielaufbau. Aber solange wir sie hinten reindrücken, kann uns ehrlich gesagt ja wenig passieren. Aber wir müssen aufpassen. Und so macht man das. Schöner Check. Und ab geht's wieder. Marchand mit dem Pass. Happy Bullen ist da. Smolinski. Burak. Hat die Chance. Und aufgepasst. Riesengelegenheit. Oh, Shiger zweimal bärenstark. Und aufgepasst. Konterchance. Jawohl. 3-1. Rob Niedermeyer erhöht. Zwei Tore Vorsprung nun für unsere Ducks. Und das ist einfach klasse gemacht. Sekunden zuvor muss eigentlich bei dieser Chance der Blackhawks so gesehen der Ausgleich fallen. Also da habe ich jetzt wirklich auch fest damit gerechnet, dass sie diese Chance nutzen. Aber sie nutzen sie nicht. Unser Goalie war zweimal ganz aufmerksam. Und dann der Konter und Niedermeyer. Ja, der weiß halt, wo der gegnerische Kasten steht. Und da zeigt er keine Nerven und macht das 3-1 für unsere Ducks. Also das sieht doch schon etwas beruhigender aus, dieser Vorsprung.
Auch wenn es natürlich noch keine Entscheidung ist. Und deswegen heißt es jetzt hier weiter versuchen nachzulegen. Hewlett, sein Pass auf LePoint. Was macht der LePoint? Macht nichts mehr, denn die Zeit ist abgelaufen. 14 Minuten sind gespielt. 3-1 der Stand der Dinge für unsere Ducks. Das sieht doch gut aus vom Ergebnis her. Es ist ein unglaublich unterhaltsames Spiel. Also es macht richtig Spaß hier. Und ja, 20 Minuten haben wir noch vor uns. Also mal schauen, wie es hier weitergeht. Chicago, optisch überlegen. Hat auch mehr Chancen. Das beweist die Statistik, aber sie nutzen sie nicht. Und unsere Ducks dazu relativ eiskalt vom gegnerischen Kasten im Vergleich zu den Blackhawks. Auch wenn wir natürlich zahlreiche gute Chancen haben liegen lassen. Aber naja, wir führen, das ist die Hauptsache. In 20 Minuten müssen wir noch überstehen, um den Sieg einzufahren. Und McDonald hat da gleich mal die Möglichkeit mit ordentlich Blattstart gespielt. Hätte die Bullen, aber sagt sich, nee, nee. Und geht auf Nummer sicher. Wieder Face-Off. Und daraus könnte jetzt vielleicht eine Chance entstehen. Borschelman probiert es einfach mal. Wieder Happy Bullen da. Schab für Chicago. Legt ab, aber Borschelman passt auf. Und Marschitz. Und da könnte was draus entstehen. Warum denn nicht? Probiert's. Leider ohne Erfolg. Vandermeer auf Barca. Smolinski. Smolinski. Wieder mit der Möglichkeit. Zögert lange. Uiuiui. Ui, ui. Und auch da haben wir ordentlich Glück gehabt und den aufmerksamen Goalie. Vor allem also Shiger. Gefällt mir richtig gut. Gut, beim Gegentor hat er nicht den besten Eindruck gemacht, aber ansonsten hat er uns ja mehrfach vor möglichen Gegentoren bewahrt. So, die Chance da für uns, aber bleibt ungenutzt. So, St-Pierre auf Sharp. St-Pierre erneut. Und Sharp kommt nochmal in die Scheibe, aber wir können uns dann doch befreien. Und auf geht's. Seabrook. Für die Blackhawks wieder St-Pierre. Was macht er? Kann nicht von der Scheibe getrennt werden. Nächste gute Chance für Chicago. Bleibt aber ungenutzt. So, und jetzt wieder wir im Vorstoß. Und das könnte gefährlich werden. Und das wird gefährlich und erfolgreich vor allem. 4:1. Ry Getzlaff. Wunderbar. Einfach nur, wie wir das rausgespielt haben. Klasse zurückgelegt. Und Getzlaff bleibt eiskalt. Macht das vierte Tor. 3 Tore Vorsprung nun für unsere Ducks. Das sieht auch sehr gut aus. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist Chicago hier noch in der Lage, noch einmal zurückzuschlagen oder bringen wir das jetzt hier über die Runden? Es sind zwar noch ein paar Minuten zu spielen, aber ich sage mal, ein 3 Tore Vorsprung könnte man schon mal über die Zeit bringen. Aber jetzt gibt es erstmal die Strafe gegen uns, und zwar gegen Teemu Solani. 2 Minuten für halten, sagt der Unparteiche. Und ja, kann man schon so geben. Also Powerplay für Chicago, und jetzt heißt es aufpassen, Freunde. Und das 4:2 könnte vielleicht nochmal Kräfte freisetzen bei den Gästen. Und wie befreit man sich am besten, indem man in die Offensive geht? Moan behauptet da die Scheibe irgendwie. Und dann einfach mal probiert, aber Happy Bullet ist wieder da. Knappe 10 Minuten noch auf der Uhr. 4:1 steht es für unsere Ducks. Das sieht sehr gut aus natürlich, aber reicht das auch bis zum Ende? Ich denke schon ja, aber wie gesagt, noch ist nicht aller Tage Abend, wie ich immer so gerne sage. So, Shiger geht jetzt hier erstmal auf Nummer sicher. Noch konnte Chicago den zahlenmäßigen Vorteil jetzt hier auf der Eisfläche nicht in Tore umwandeln. Aber aufgepasst. Wir müssen natürlich stets aufmerksam bleiben und uns auch mal befreien wie hier. Und da kommen wir sogar noch an die Scheibe. Und da könnte natürlich eine Chance entstehen. Tut sie aber nicht, weil wir schlecht ausspielen. Sharp. Sein Pass auf Smolinski. Sharp probiert. Burak probiert. Ja, sie hadern wirklich mit der Chancenverwertung, die Blackhawks. Auch hier wieder. Also sie kommen nicht zu knapp, was das angeht. Aber sie nutzen sie nicht. So, a coin. An der Scheibe, ja, das ist dann klar. 4:2. Der Anschlusstreffer, Powerplay zu Adrian, a coin. Und wie ich finde, unnötig. Unnötig. Aber ich sag mal so, da kann man GG eigentlich keinen Vorwurf machen. Ich meine, das passiert schon beim ersten Tor. Da sah nicht lupenrein aus, aber er hat ja mehrfach mögliche Gegentore verhindert. Von daher ist es alles halb so wild. Also 4:2. Chicago wittert hier nochmal die Chance, dass vielleicht noch was geht. Aber wenn, dann müssen sie jetzt hier nachlegen. Und natürlich auch aufpassen, dass sie selber keins mehr fangen. Wichniewski auf St-Pierre. Aufgepasst. Jetzt müssen wir wirklich nochmal aufmerksam bleiben. Ripada hat die Möglichkeit. Also jetzt wird es doch nochmal spannend. Calder. Ripada. Setzt sich in Szene. Kommt aber nicht vorbei. Wird rustikal abgeräumt. Wichniewski. St-Pierre alleine vor Shiger, aber er weiß die Chance nicht zu nutzen. Und wir befreien uns. Und da könnte was gehen. Aber leider tut es das nicht. LePoint. Aufgepasst. Rook 2 probiert. Keine schlechte Chance, aber wieder können wir uns befreien. Federer. Und die Zeit läuft jetzt hier natürlich klar für uns.
Happy Boolin hat die Scheibe sicher. Und verhindert dort Schlimmeres in dieser Aktion. Für seine Blackhawks. Solani. McDonald. Satter Schuss, aber leider ohne Erfolg. Die letzten 60 Sekunden laufen in diesem Spiel. So, Pronger probiert. Schade. Schöner Schuss. Vandermeer, Sharp nochmal. Geht noch was für die Blackhawks. So. Jetzt haben sie Herbie Boolin vom Eis genommen, wie wir oben gerade gesehen haben. Und die Chance hier nutzen sie nicht. Also Chicago nun mit dem sechsten Feldspieler. Aber das ist natürlich auch die gute Chance für uns, das Spiel endgültig zu entscheiden. Und vielleicht jetzt mit dieser Aktion. Corey Perry alleine. Setzt sich irgendwie in Aktion. Das Tor leer, das gibt's doch nicht. Also den kann man schon mal machen. Aber jetzt muss er eigentlich rein. Das kann doch nicht sein. Ja, na bitte. 5-2 Corey Perry. Jetzt ist der Sack zu. Anti-Net-Tor. Und ja, also ich wollte schon sagen, wir müssen doch mal dazu in der Lage sein, das leere Tor zu treffen. Aber da haben wir uns jetzt ja erstmal wieder traditionell schwer getan. Aber egal, 5-2. Jetzt ist er wirklich der Sack zu. Das dreht Chicago nicht mehr. So, Sandshakes probiert es nochmal. Trotz alledem muss man sagen, der Gegner hat uns hier wirklich, wirklich hart Paroli geboten. Eine der, denke ich, vom Gegner her besten Vorstellungen ein bisschen in dieser Saison. Aber trotzdem am Ende zwei weitere wichtige Punkte für uns. Also für unsere Ducks weiterhin gut in Fahrt. So, 2 Sekunden noch. Uns gibt noch ein Powerplay für uns. Danke, Cave. Muss runter, 2 Minuten für Oberstock. Ja. Ist ja jetzt sowieso egal. Da wird auch nichts mehr draus resultieren aus dieser Powerplay-Situation für unsere Ducks. Ja, Solani kann nochmal schießen, aber dann ist Feierabend. 5-2. Endstand, wir gewinnen gegen die Chicago Blackhawks in einem hart umkämpften Spiel am Ende. Sicherlich mit Glück und Geschick. Weil, wie gesagt, der Gegner auch den Sieg durchaus hätte holen hier können. Aber ja, am Ende Chicago mit mangelnder Chancenverwertung. Unsere Ducks clever. Und so gehen wir hier als Sieger vom Eis. So, die 3 Stars natürlich noch. Ruck mit einem Tor und einem Assist. Der 3. Star auf Seiten der Blackhawks. Dann der 2. Star. Das ist Rob Niedermeyer mit einem Tor und einem Assist. Und der 1. Star. Corey Perry mit einem Tor und einem Assist. Also Leute, ein weiterer erfolgreicher Eishockey-Tag für uns. Ich freue mich über den Sieg. Bedanke mich wie immer für euer Zusehen. Und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play NHL 2007. Also bis dahin und macht's gut und ciao.